Zu den Demonstrationen, die es vor der Bleiberechtsregelung gab, sollte auch ein Bus aus Wetzlar fahren. Das werden die Menschen aus Wetzlar besser in Erinnerung haben. Das war der einzige hessische Bus, der nicht fahren durfte, weil den Flüchtlingen nicht die Reisefreiheit gewährt wurde und die einschränkende Residenzpflicht aufgehoben wurde. Auch das ist eine Form von Demokratie. Kann man ja auch mal so sehen. Also wir haben wieder viele, viele einschränkende Bedingungen. Nicht straffähig, die Kinder zur Schule, ausreichend Wohnraum. Und wir haben als letzte Sache, und das ist die Überleitung zum zweiten Teil, die Verpflichtung, den Lebensunterhalt selbstständig zu sichern. Das heißt, die Arbeitsaufnahme und ein deckendes, ein Lebensunterhalts, ein, den Lebensunterhalt sicherndes Gehalt zu erzielen. Das wird schon ein schwieriger Begriff, wenn man mal denkt, ich hätte nicht nur eine Tochter, wie ich sie so gerade habe, sondern ich hätte drei Kinder, dann würde mein Gehalt langsam knapp werden in der Frage der Lebensunterhaltssicherung, obwohl ich nicht glaube, dass ich zu den wirklich Geringverdienern in dieser Republik gehöre. Also Lebensunterhaltssicherung für die gesamte Familie mit einem, mit zwei Gehältern ist dann schon eine der Schwierigkeiten. Das hat infolge der Bleiberechtsregelung auch das Bundesministerium Arbeit und Soziales entdeckt, damals noch unter Olaf Scholz, und hat ein EU-Programm aufgelegt aus dem Europäischen Sozialfonds, das den netten handlichen Titel trägt: Projekte zur arbeitsmarktlichen Förderung von Bleibeberechtigten und Flüchtlingen mit zumindest nachrangigem Zugang zum Arbeitsmarkt. Das heißt, wir sollen uns in dem Projekt Bleib in kümmern um alle die Leute, die im Bleiberecht sind, die eine Arbeitserlaubnis haben, und alle geduldeten Flüchtlinge, die mindestens ein Jahr lang da sind und damit nicht mehr dem Arbeitsverbot unterliegen. Dieses Projekt hat nach vielem Hin und Her dann im Herbst 2008 unser Projekt Bleib in Mittelhessen als zweites bundesweites Projekt am 15. September 2008 die Arbeit aufgenommen. In dem Projekt Bleib in Mittelhessen sind 5 Partner vertreten. Getragen wird es vom Mittelhessischen Bildungsverband in Marburg. Die Praxis GmbH aus Marburg ist dabei. Arbeit und Bildung in der Außenstelle Schwalmstadt bildet den nördlichen Rahmen unseres Projektes. Und die GWAB aus Wetzlar nimmt unsere Südflanke in Anspruch. Zusätzlich haben wir uns für dieses Projekt den Hessischen Flüchtlingsrat dazugeholt, der einfach zu allen Fluchtfragen, zu ausländerrechtlichen Fragen das nötige Fachwissen hat. Die Idee war, wir bringen die Akteure des Arbeitsmarktes, die erfahrenen Leute, die Arbeitsmarktintegration seit 20 Jahren machen, zusammen mit dem Fachwissen für Flüchtlinge und können so dieser Zielgruppe Flüchtlinge und Geduldete besonders gut helfen. Wir haben also von Schwalm-Eder-Kreis, Marburg-Biedenkopf, Gießen, Wetzlar, das ist unser Gebiet. Insgesamt haben wir im Augenblick in diesem Gebiet knapp 300 Leute erreicht, 300 Personen, die in unsere Beratung gekommen sind. Wir haben in den verschiedenen Landkreisen Anlaufstelle. Hier im Landkreis ist es die GWAB, dazu sage ich jetzt nicht viel, das wird nachher noch genauer kommen, das können die Mitarbeiter vor Ort besser als ich das zusammenfassen kann. Wir gucken mit den Flüchtlingen also, wie können Bewerbungsstrategien aussehen, wo kann es Stellen geben aus unseren Kenntnissen mit dem Stellenmarkt. Wir haben in Marburg und im Schwalm-Eder-Kreis strategische Partner, nämlich die Träger der Grundsicherung und die Arbeitsagentur dabei, können dort auf die Stellen zugreifen, und wir organisieren für
die Flüchtlinge für die Bleibeberechtigten. Fortbildungen, sehr angepasste Qualifizierungen, wo wir sagen, was braucht dieser Mensch, um zu einem Arbeitsplatz zu kommen. Keine Großlehrgänge, wo wir sagen, wir machen jetzt mal schnell 40 Gabelstaplerscheine, das ist das Allheilmittel. Nein, sondern wir gucken und sagen, das kann für den einen der Gabelstaplerschein sein, das kann für den anderen eine EDV-Fortbildung sein, weil er da Fortkenntnisse hat und dann Vorkenntnisse hat und dann Systemadministrator werden kann. Das können ganz verschiedene individuelle Wege sein. Dazu benutzen wir das Bundesgeld, das also aus dem Ministerium für Arbeit und aus der EU kommt, um damit Flüchtlingen zu helfen.